Tom Wiesegler vom PHP Magazin. Ich bin in Berlin auf den JavaScript Days und ich sitze hier mit Hans-Christian Otto. Christian, grüß dich. Hi. Du hast gestern mit Core einen Workshop gehalten zum Thema Hoodie. Richtig. Erzähl mal, was ist denn Hoodie? Ja, wenn man über Hoodie redet, gibt es eigentlich so drei Buzzwords oder angehende Buzzwords, die man in meinen Augen erwähnen sollte. Das ist erstmal No Backend, zweitens Offline First und drittens Dreamcode. Offline First redet man, glaube ich, schon ein bisschen länger darüber, wo es eben darum geht, wenn ich eine Applikation, eine Web-Applikation entwickle, die soll in erster Linie offline funktionieren, zusätzlich aber auch online synchronisieren, irgendwie mit dem Internet kommunizieren. Das zweite Thema ist das Wort, ich fange mal an mit dem Dreamcode. Dreamcode sagt letztlich, der Code, den der Entwickler nachher schreiben soll, der Benutzer von einer Bibliothek wie beispielsweise Hoodie, sollte möglichst angenehm zu schreibenden Code fabrizieren. Also wenn ich einen Account von neuem Benutzer anlegen will, soll ich nicht Get User Account Management Factory Interface aufrufen und darauf dann Create New Context, was auch immer, und dann den User erstellen, sondern ich soll sagen, Hoodie.account, sign up. Und dann gebe ich Benutzernamen und Kennwort und sollen neue Benutzer angelegt werden. Das ist so das, was die mit Dreamcode an der Stelle meinen. Also möglichst einfacher Code, den ja nahezu jeder schreiben kann. Nahezu jeder schreiben ist auch direkt die Überleitung zum dritten Buzzword, diesem No Backend, wo es natürlich nicht darum geht, kein Backend zu haben, weil wenn wir von einer Web-Applikation reden, brauchen wir ein Backend, wo irgendwo Daten persistiert werden können, wo diese eingeloggten, angemeldeten, registrierten, was auch immer, User auch abgelegt werden sollen. Aber wir sollen uns nicht mehr darum kümmern müssen. Das heißt, wenn ich mit Hoodie eine Applikation entwickle, dann ist es so, sie funktioniert sofort offline. Ich brauche mich nicht darum kümmern, dass es im Offline-Mode irgendwie tut. Außerdem ist es so, ich schreibe extrem simplen Code. Und drittens, ich kümmere mich nicht ums Backend. Ich schreibe also nur HTML und JavaScript und CSS und sage irgendwo in meinem Browser JavaScript-Code, bitte registriere mal hier einen neuen Benutzer, bitte log den Benutzer ein, authentifiziere ihn oder leg neue Daten für den Benutzer an. Das ist so das Grundkonzept, was irgendwo hinter Hoodie und diversen anderen Projekten, die ähnliche Ziele verfolgen, steckt. Core hat erzählt, dass es noch nicht ganz der große Scheiß, aber es wird definitiv das nächste Big Thing werden. Siehst du das ähnlich? Ja, grundsätzlich erstmal ja. Ich würde mich nicht darauf festnageln, dass Hoodie selbst das große Next Big Thing wird. Das weiß ich nicht. Es wird garantiert auch ganz viele alternative Frameworks gehen. Aber der Ansatz an dieser Stelle, den Hoodie verfolgt, das ist der Punkt, da stimme ich vollkommen mit ihm überein. Das wird the next big thing. Das wird genau der Weg sein, dass wir also diese Offline-First-Applikation haben, dass wir uns nicht mehr um das Backend kümmern müssen, dass es ohne Probleme möglich ist, als Frontend-Entwickler Applikationen zu bauen. Natürlich nicht jede Applikation. Backend-Entwickler werden weiterhin relevant sein und es gibt weiterhin Dinge, die nicht der JavaScript-Frontend-Developer lösen kann. Das ist vollkommen klar. Aber auch was wir in diesem Workshop zeigen wollten, war zum einen, wie funktioniert Hoodie. Aber ich habe gerade behauptet, das wäre alles ganz einfach und Dreamcode und so weiter. Da kann man keine 3 Stunden drüber reden. Das haben wir ganz schnell gemerkt auch. Das funktioniert nicht, das ist viel zu trivial. Wir zeigen den Leuten kurz, wie baut man damit eine Applikation und dann haben wir über die Konzepte dahinter geredet. Das ist für mich das Spannende. Und Kernkonzept an der Stelle ist definitiv die CouchDB. Eine absolut großartige Datenbank, die für solche Offline-First- oder No-Backend-Lösungen total genial ist. Die dann noch in Node.js irgendwie drangehängt wird, das ist total austauschbar, das haben wir gestern auch gezeigt. Man kann Konstrukte wie Hoodie mit jeder Programmiersprache verwenden, wenn man eine sinnvolle Datenbank dahinstellt, wie zum Beispiel die CouchDB. Und das ist letztlich das, wo wir eben darauf hinaus wollten. Und ich gehe auch davon aus, dass es das ist, was Core meint, dass dieses Konzept, was hinter Hoodie steht, dass das definitiv ein sehr wichtiges Thema in der nächsten Zeit sein wird und dass Hoodie da nur der Anfang ist. Es gibt von den Hoodie-Machern eine Website, ich glaube nobackend.org. Ich behaupte jetzt, dass es von den Hoodie-Machern, das ist zumindest einer damit involviert, wo diverse Frameworks oder Projekte, die dieses Ziel No Backend anstreben, mit aufgelistet werden. Da gibt es irgendeins, was irgendwie auch aus dem MongoDB-Bereich kommt. Da gibt es mittlerweile viele Projekte, die in diese Richtung gehen. Und das wird sicher eine wichtige Sache, weil warum sollen wir es nicht machen, wenn wir es machen können? Warum müssen wir immer diesen gleichen Boilerplate-Code im Backend schreiben? Wenn ich jetzt als PHP-Entwickler, und ich mache PHP und JavaScript, im Frontend JavaScript, im Backend eigentlich fast immer PHP, wenn ich anfange, eine neue Applikation aufzuziehen, dann beschäftige ich mich erstmal 2, 3, 4 Tage mindestens damit, ein Backend aufzuziehen. Eigentlich ist dieses Backend dann aber nur dafür da, dass ich mich als Benutzer einloggen kann und ich eine E-Mail verschicken kann. Vielleicht dann auch noch eine Struktur meiner User-Interfaces irgendwie schön zu rendern, darzustellen, was auch immer. Aber dann sind erstmal 3, 4 Tage in den Sand gesetzt und dann fange ich an, die erste HTML-Seite zu schreiben.
wenn Projekte wie Hoodie oder Ansätze, wie die Hoodie verfolgt, es schaffen, dass ich diese ersten 3, 4, 5 Tage schon mal weglassen kann, dann kann ich enorm schnell neue Projekte einfach mal aus dem Boden stampfen und muss mich nicht mehr mit diesem langweiligen Kram, der immer das Gleiche ist, beschäftigen. Sind diese Projekte dann wasserdicht? Kann ich dann hergehen und kann sagen, okay, ich mache jetzt mit Hoodie ein neues Projekt. Kann ich das dann auch wirklich auf eine belastbare Nutzerbasis loslassen? Spannende Frage. Grundsätzlich konzeptionell bei Hoodie, so wie es jetzt gebaut ist, eigentlich ja. Man muss auch dazu sagen, Hoodie ist Pre-Alpha, das ist eine Developer-Preview. Die wollen, dass Leute sich das angucken, ihnen Feedback dazu geben, das ausprobieren. Es ist aber noch nicht production-ready. Das sagen die Entwickler auch selbst. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist es so, dass es ein Projekt gibt von einem der Hoodie-Macher, was die Konzepte von Hoodie bereits seit langem beinhaltet und wo jetzt so Stück für Stück Hoodie rausrefactored wird und als eigenständiges Projekt dargestellt wird. An der Stelle kann ich mich minimal irren, aber so ist irgendwo die Entstehungsgeschichte von Hoodie. Und da hat Hoodie, oder haben die Konzepte von Hoodie auf jeden Fall schon gezeigt, sie können in Produktivumgebungen funktionieren. Was auch erklärtes Ziel von Hoodie ist, ist, wir brauchen Backend, wir brauchen Node.js-Server, wir brauchen CouchDB-Server und den muss man halt irgendwo installieren. Für mich als Apple-User ist das in der Theorie ganz einfach. Wenn ich Homebrew installiert habe, ist das ein Einzeiler. Für Linux-User sind das so 2, 3 Zeilen. Wenn man Windows hat, muss man erst Node.js und CouchDB und weiß ich nicht was installieren. Und dann ist es noch ein Einzeiler. Keine Ahnung, wie lange das bis dahin dauert. Damit habe ich meine Entwicklungsumgebung stehen. Aber du hast gerade nach der Produktivumgebung, nach dem tatsächlichen Einsatz davon gefragt. Und da kommt Hoodie direkt mit Templates oder mit Konfigurationsdateien mit, um das zu Node.jitsu zu deployen, wo ich mich nicht mal mehr darum kümmern muss, dass da gerade eine CouchDB oder ein Node.js oder sonst was gestartet wird, sondern ich push einfach meinen Source Code an ein bestimmtes Git Repository und die kümmern sich darum, dass das irgendwo läuft. Das heißt, es ist von Anfang an so konzipiert, dass es produktiv einsetzbar sein kann, dass es auch in der Cloud skalieren kann. Und CouchDB ist, wir setzen produktiv bei uns im Unternehmen diverse Datenbankserver ein, unter anderem CouchDB. Und CouchDB ist die Datenbank, mit der wir die wenigsten Probleme beim Skalieren haben. Die skaliert einfach. Und bei Node.js wissen wir auch, da kann man auch skalieren. Cora hat in seinem Web-Architecture-Vortrag gestern ja gesagt, dass Node.js irgendwo nicht so ideal für Skalierung ist. Und wenn er das sagt, dann ist das reine Provokation. Man muss halt wissen, wie man skaliert, dann kann man skalieren. Das entspricht noch nicht dem Standard-Web-Konzept. Aber es ist ohne weiteres skalierbar. Und insofern würde ich sagen, ob Hoodie selbst das schafft, dass es in großen Applikationen produktiv eingesetzt wird, keine Ahnung. Aber diese Ideen, die dahinter stecken, definitiv. Und Hoodie gibt eben, ja, ich sag mal, jungen Frontend-Entwicklern, die gerade anfangen mit dem ganzen Kram, die Möglichkeit, mal ihre eigene Applikation zu bauen, ohne sich irgendwo so einen Backend-Developer irgendwo aus dem Keller rauszusuchen. Ich sage das jetzt böse, ich bin selber einer. Und das gibt ihnen einfach diese Chance, selber mal was zu Bootstrap, vielleicht selber ihr eigenes Startup auf Basis dieser Applikation zu starten. Und irgendwann läuft es dann. Ist da nicht diese Gefahr, ein weiteres jQuery zu werden? Ich kenne den DOM nicht, weil der DOM im Prinzip ziemlich kompliziert ist und ich will auch gar nicht damit arbeiten. Aber ich habe ja jQuery. Was ein Glück, ich bin JavaScript-Entwickler. Bietet dieser Ansatz, den Hoodie verfolgt, nicht irgendwie ein ähnliches Potenzial? Man kann da sehr lange drüber diskutieren, ob das überhaupt eine Gefahr ist. Ich weiß, dass ich da mit vielen Leuten nicht übereinstimme in meiner Meinung, aber meine Meinung ist eigentlich, wenn ich mit jQuery umgehen kann und ich eine Applikation mit jQuery bauen will, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann muss ich nicht verstehen, wie das DOM funktioniert. Als Softwareentwickler in größeren Applikationen, in größeren Architekturen, hat man da Quellcode oder eine Applikation, die in 35 verschiedene Schichten aufgeteilt ist, vor sich sitzen. Wenn man in einem etwas größeren Team arbeitet, hat man keine Chance mehr, alle diese Schichten zu kennen. Man muss als Softwareentwickler sich darauf einlassen, dass man nicht alles versteht. Das fällt vielen Entwicklern sehr, sehr schwer und deswegen sind sehr viele da auch anderer Meinung als ich. Aber ich bin der Meinung, man kann nicht alles verstehen und ein Frontend-Entwickler kann natürlich ein Backend erstmal nicht verstehen. Wenn er aber damit Ergebnisse produziert und er damit glücklich ist und das funktioniert, ist doch top. Wenn das Ganze dann als Unternehmen tatsächlich erfolgreich wird und der damit anfängt, Geld zu verdienen, weil er ganz viele User hat, dann kann er sich immer noch einen Backend-Developer einkaufen, der sich dann darum kümmert oder auch 2 oder 3 oder 4. Und vielleicht merkt er dann auch, okay, das war nicht die richtige Architekturentscheidung, wir müssen da vielleicht 2, 3 Dinge austauschen. Da würde ich aktuell aber sagen, eigentlich ist diese Architektur so robust, da fällt nichts mal eben um. Diese zentrale CouchDB, auf die ich habe es mehrfach jetzt gerade gesagt, schon sehr viele Stücke gebe und wo ich wirklich überzeugt davon bin, dass das ein stabiles
ein stabiles Stück Software ist und ein sehr sinnvolles Stück Software ist, die ist die Kernkomponente, die ein bisschen festgeschweißt ist. Aber den Node.js-Worker, wenn man beispielsweise kein Vertrauen in den steckt, kann man problemlos austauschen. Man muss sich dann hinsetzen und ein bisschen Code schreiben, aber grundsätzlich ist Hudi da flexibel und man muss nur die Datenobjekte, die Hudi in die CouchDB schmeißt, verstehen und verarbeiten. Und die sind absolut trivial, weil genau das haben wir gestern im Workshop auch gezeigt. Wie kann ich wirklich in einer komplett eigenständigen Applikation mit dieser CouchDB kommunizieren und Hudi dadurch erweitern? Wir haben gestern Node.js gewählt, weil es sind die JavaScript-Days. Wir haben aber auch mehrfach gesagt, das geht mit jeder Programmiersprache. Und insofern gibt es da, wenn man sich auf Hudi erstmal einlässt, im Backend-Bereich wenige Gefahren, meiner Meinung nach. Im Local Storage liegt also im Frontend mit dem Local Storage liegt aktuell für mich die größte Gefahr von Hudi. Und das wurde auch gestern in unserem Workshop sehr klar, dass die Teilnehmer das genauso gesehen haben, ohne dass wir das gesagt haben. Wir wollten ja erstmal Hudi schönreden und Werbung dafür machen. Aber Hudi legt als Offline-First-Applikation seine Daten erstmal im Local Storage ab. Als Alternative hätte man die Index.db, die unterstützt Apple leider noch nicht. Das heißt, wir müssen da eigentlich, wenn wir in allen Browsern funktionieren wollen, Local Storage verwenden. Und der ist, wie wir gestern behauptet haben, teilweise eben 2 Megabyte groß. Gestern Abend haben wir gemerkt, irgendwo sind es noch 256 Kilobyte, was dann noch ein bisschen fieser ist, in einem nicht relevanten Browser, aber trotzdem. Das heißt, da hat man irgendwo ein Bottleneck, weil wenn man eine Hudi-Applikation, so wie sie heute aussehen, entwickelt, liegen alle Daten, die man als Benutzer hat, auch im Local Storage. Und da sind 2 Megabyte natürlich verhältnismäßig wenig. Das heißt, aktuell würde ich sagen, die Gefahr liegt im Frontend. Und wir haben die ganze Zeit davon geredet, es geht um Frontend-Entwickler. Das heißt, die können hoffentlich da auch nochmal Dinge zaubern und Magie machen. Irgendwelche Geschichten, wovon ich wiederum dann wahrscheinlich gar keine Ahnung habe. Aber die Gefahren, die Hudi hat, sind im Backend in meinen Augen relativ gering. Man lässt sich mit CouchDB natürlich auf eine Technologie ein, die wenige Leute kennen, wo man sehr schwer nur einen Sysadmin findet, der sagt, ich habe Erfahrung mit CouchDB. Es gibt da Cloud-Provider, die sich damit auskennen. Es gibt in Deutschland auch mindestens ein Hosting-Unternehmen, was mittlerweile Knowledge in dem Bereich aufbaut, dass die damit arbeiten können. Aber das ist so, wenn man keine Angst davor hat, fremde Technologien auf seinen Servern einzusetzen, die man nicht perfekt kennt, würde ich sagen, das Backend von Hudi ist relativ robust. Also alles in allem eine sehr vielumfassende Geschichte, genauso vielumfassend wie die JavaScript Days an sich. Also wir haben sehr viele Themen hier jetzt in Berlin gesehen, über Security, eben eure Hudi-Geschichte, sehr viele Architekturthemen, Standards wie Prototyping und Functional. Was gibt die JavaScript Days, was gibt das den Besuchern mit deiner Meinung nach, diese Vielfalt? Wir haben im Webbereich immer das Problem, dass wir mit einem sehr großen Stack an Technologien arbeiten müssen. Wir müssen im Frontend mit den verschiedensten Technologien klarkommen und wir müssen im Backend mit den verschiedensten Technologien klarkommen. Ich wurde schon mal, ich glaube sogar von dir gefragt, da ging es um die Frage, warum sollte ein PHP-Entwickler über eine bestimmte JavaScript-Frontend-Bibliothek Bescheid wissen? Und da ist so für mich einfach der Punkt, in der aktuellen Zeit ist es im Web einfach wichtig, dass man einen Überblick über alles bekommt, was da ist. Man kann sicher in so einem 3-Stunden-Workshop hier nicht zu einem Experten werden, aber man kann eben wichtige Erfahrungen von einem Experten da beigebracht oder mitgeteilt bekommen und kriegt dadurch einen sehr guten Überblick darüber, was es in der Welt eigentlich gibt und was es da eventuell für Probleme mit gibt, was die Fallstricke sind, denen man aus dem Weg gehen kann. Und ich denke, diese Vielfalt ist als Webentwickler eben sehr, sehr wichtig und deswegen ist es sehr schön, dass hier die Themen von Grundlagen in JavaScript mit dem Prototyping und den Scopes und so weiter, über Security-Themen, die man natürlich nie vernachlässigen darf, bis hin zu Frontend-Bibliotheken, AngularJS oder eben dann eben Backend-Architekturen, was Core gestern vorgestellt bekommt. Hudi ist dann da so ein bisschen quer durch die Bahn, alles mal ein bisschen anreißen gewesen. Aber grundsätzlich dieses breite Wissen ist einfach wichtig für einen Webentwickler. Man spezialisiert dann sich sicher auf einen bestimmten Bereich, aber man muss das große Ganze einfach kennen und verstehen. Christian, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und wir sehen uns spätestens auf der IPC wieder. Richtig. Und ansonsten bis bald. Bis bald. Ciao.